Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. Sag doch mal Bescheid, wenn du da bist, du Otto. Bin da. Genau. Genau. So, ich nehme mir mal ein Wasser mit. Wie viel Wasser haben wir denn überhaupt? Zwei sind noch drin. Im Herd. In dem Tropfding oben müssen wir auch mal gucken. Also Tau. So, ich muss nach dort. Achtung, Stacheln. So, mal ein bisschen Nitrat holen, unser Nahrungsproblem ein bisschen lösen. Warum bricht das hier nichts zusammen? Ich dachte, das bricht alles runter dann. Na, da musst du mich bauen lassen. Ja, stimmt. Da kannst du sicher sein, dass du nicht sicher bist. Ich versuche jetzt nochmal hier. So, ich muss erstmal raus in die Wildnis. Nachtjagen. So. Wo sind wir denn hier? Es kommt ganz lange gar nichts, ne? Es wäre cool, wenn die Baumstümpfe auch mit eingezeichnet werden in der Map. Ich sollte vielleicht nicht ganz so viel laufen, dass ich ein bisschen Ausdauer habe. Das ist aber echt ein paar Meter nach draußen, ne? Jasmin! Ja? Hier spukt's im Wald. Oh. Grusel. Ich hab da eine Erscheinung gesehen, Jasmin. Du kannst mir glauben. Ich bin nicht verrückt. Sie sagen, ich bin verrückt, aber ich bin nicht verrückt. Mhm. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Mhm. Es war ganz unsichtbar und doch habe ich es gesehen. Mhm. Oh. 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 Hi. Ich dachte, ich bin ganz alleine hier draußen. Ich würde dir gerne was Cooles zeigen. Also ich bin nicht gut im Flirten oder so, aber ich würde dir gerne was Cooles zeigen. Guck mal. Ich kann voll dicht daneben schießen. Oh nein, jetzt habe ich dich getroffen. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Das hat keiner gesehen. Wie ist es eigentlich, du zu sein? Oh ja, manchmal ganz lustig, manchmal ein bisschen anstrengend, aber immer kreativ, nie langweilig, nie still um mich. Ich bin ganz zufrieden. Und du so? Merken wir. Und wie ist es, du zu sein? Ganz angenehm. Ja? Mach mal einen Ratschlag. Okay. Spring doch mal auf den Trampolin. Weil? Dein Fuß kaputt ist. Toll. Wow. Na, jetzt wärst du doch gerne ich, ne? Danke, dass du mich gerade daran erinnert hast. Jetzt wärst du doch gerne ich. Warte mal, wenn du hochkommst. Ich komme nicht mehr hoch. Gut. Ich wohne jetzt hier unten. Dein Platz ist eh belegt. Oh, schön. Ich hab dir ein Bild geschickt. Ich dachte, das wäre älter. Hast du schon angeguckt? Ja. Nee, ist von eben. Ja. Wir sollten den Katzen einen Korb kaufen. Damit ich irgendwo bequem liegen kann, weil das Sofa ist eine Katastrophe. Hol dir doch einen Hundekorb. Ja, ich denke auch. Coole. Oder so eine Matte. Direkt drüber. Es gibt auch so eine Hängematten. Ja. Oh, die sind ja, bestimmt genau. Gut für den Rücken. wenn du da wie so eine Banane drin liegst. Ja, wie so eine Katze, musst du dich dann reinlegen. Wenn du so gelenkig bist. War Sunny eigentlich da? Ja, sicher. Sunny war noch nicht da. Na sicher. Ja, na sicher war, ich bin so gelenkig. Ich putze mich auch wie eine Katze. Also wenn mein Bein dreckig ist. Was? Ja, ich habe gerade ein anderes Bild im Kopf gehabt als dein Bein. Was? Nein. Weißt du, wie dreckig der ist? Den putze ich doch nicht. Ist ja widerlich. Lässt du putzen, ne? Ja. Da gehe ich nicht bei, das ist mir zu ekelhaft. Schön. Ruhe. Bäh. So, jetzt müsste es hier aber gleich zusammenkrachen.
gehe mal zu dem Tauding gucken. Ey, da kommt wirklich immer nur ein Tropfen. Ich habe hier irgendwie mehr oder weniger eine ewige Energiequelle. Ich baue zwei Steine gleichzeitig ab. Irgendwie ist das mit diesem Hausammler jetzt auch nicht so das Wahre. Weißt du, was ich eigentlich nicht mitgenommen habe? Trinken und essen? Eine Fackel. Ja. Er baut sich ein und nimmt die nicht mit. Alter. Nee, ich habe sie nicht mal gebaut. Ich habe nicht mal die Materialien zusammengesucht. Patrick. Sag das doch nicht. Ich meine, ich war total unsichtig. Ich sehe doch immer wieder alles, was die Leute denken. Das liegt an der Nachthaltigkeit, ja? Nachthaltigkeit? Ja, ich möchte das Tierfett nicht für so eine Fackel verschwenden, weil die brennt ja irgendwann nieder. Ey, das Tierfett brauchen wir auch. Wenn es eine elektrische Fackel wäre, würde ich sie mitnehmen, aber nicht diese Holzfackeln. Nennt man auch Taschenlampe. Was ist das wieder für ein neumoderner Quatsch? Genau wie mit deiner Leiter, ey. Ja, du hast Hängetreppe gesagt. Ich? Ja. Oh. In der zweiten Folge, glaube ich, war das. Zweite oder dritte. Naja. Naja. So will ich halt. Färbt ab. Wie ist das eigentlich, du zu sein? Schön. Das glaube ich. Mein Plan ist aufgegangen. Das glaube ich dir tatsächlich. Immerhin bist du eine Frau. Ihr habt voll die tollen Erlebnisse. So Menstruation. Und ja, mehr fällt mir gerade nicht ein, was ihr habt, was wir nicht haben. Oh. Der war orange. An deiner Stelle würde ich die Klappe jetzt halten. Ich mache mir viele Freunde. Bin gerade auf Stänkerkurs, wa? Schande über mich. Sagen wir 1000 Nitrat ist Schluss, ja, ne? Mehr brauchen wir nicht. Erstmal. Mal gucken, ob das überhaupt so geht, wie ich mir das hier vorgestellt habe. So. Ach ja. Das Leben unter Tage. Düster, feucht, warm. Aber es geht doch nichts über körperliche Arbeit. Was hast du für eine Augenfarbe? Ah, rot, habe ich mir gedacht. Bis 1000. Ach, bin ich froh, wenn ich meine Basis endlich bauen kann. Ich will bauen, Jasmin. Ich will bauen. Ich baue ja jetzt auch, aber ich baue ab. Ja. Das ist halt nicht das, was ich will. Wo ist denn hier das Nitrat? Wieso kriege ich denn jetzt kein Nitrat mehr? Da. Den nehmen wir noch weg hier, den einen Stein. Wunderbar, dann markieren wir uns noch die Stelle. Da setzen wir nochmal einen Tippi hin. Nitzrad.
So. Den haben wir. Oh, ein paar Bäume einschlagen hier. Holz können wir ja immer gebrauchen, ne? Jo. Hier ein Wald, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich pflanze hier einen Baum, bitte, 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 weil es mir gefällt. Wo ist mein Zuhause? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Da muss ich hin. Oder ist das falsch? Hier ist noch ein Baumstamm, den hau ich groß und klein. Ich hoffe, es kommt Honig raus, wenn nicht, wäre es sehr gemein. So ein gemeiner Baumstamm hier im Walde, kein Honig für mich. Dafür töte ich die Frau. Nee, ist ein Mann. Das ist hier der Langhaarige. Kann ich das da aufmachen und vergeht nicht, oder was? Hm. Sven. Dein Name war Sven. Ah, doch jetzt. Hier war die Kohle, ne? Habe ich die markiert? So. Da, 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 da. Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, du machst aber auch Geräusche, ey. Du könntest auch ein Zombie sein. Wurde ja mal angefragt für Resident Evil, ob ich da mitspiele. Ach, du Quatsch. Ich sollte die Frau spielen, die vom ersten bis zum letzten Teil da so krass abgeht. Ich habe ihren Namen vergessen. Allison. Ja, nee, ich meine den Schauspielnamen. So. Aber ja, ich sollte Alice spielen. Sicherlich. Sicherlich. Glaubst du mir nicht? Solltest du spielen? So. Hier haben wir noch was Totes. Da sollte ich mir auch mal angewöhnen, das Messer für zu nehmen. Es gibt nämlich ein bisschen mehr Gammelfleisch und Nitrado. Nein. Ich habe heute leider keine Rose für dich. Deine Augen gefallen mir nicht. Oh, stopp. Hast du das gehört? Echt nicht? Landing. Ich räume hier unten einmal schnell für dich auf, ne? Räumst du denn da auf? Hier deine Mauer, die du gebaut hast. Die ist beschädigt, ne? Was räumst du da jetzt auf? Der Schutt, der davor war. Der eine Block ist nur hart. Runtergefallen. Also, Jasmin, ich bin kein Experte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das sicher ist hier beim Blutmond. Warum? Naja, wir sind ein bisschen offen hier, ne? Bin ich schon fertig oder was? Auf jeden Fall ist das sicherer als dein Bullshit. Nein. Haben wir gesehen. Yeah. Abwarten.
Du hast ja jetzt auch mehr Vorlaufzeit, ne? Nee. Genauso lange Zeit wie vorher, ne? 7 Tage, du. Ja, aber ich habe ja schon das meiste gemacht, ne? Für dich ist ja jetzt. Was nur denn? Ich habe alles weggerissen von dir. Ich mache gerade alles neu, also. Ja, aber. Da gibt's kein Aber. Ich habe den Steg gemacht, der da vorne lang geht. Heißt ja nicht, dass er da bleibt, oder? Ich. Was ist da? Aber ich könnte auch. Hab aber auch. Ich weiß doch auch nicht, Jasmin. Ich muss mich erstmal am Ofen wärmen. Der Ofen sieht halt so geil aus jetzt. Viel cooler als in der letzten Staffel. Zutaten erstmal. Das kommt weg. Hätte ich auch wegpacken können, habe ich aber nicht. So, hier. Fleisch habe ich auch wieder mitgebracht. Hm. Wir brauchen ein bisschen rottetes Fleisch. Ich gucke jetzt mal, was ich Max rauskriege. Woran hapert's jetzt? Bei wem? Auch mehr Gammelfleisch. Ich habe noch Knochen. Gehe jetzt meinen landwirtschaftlichen Tätigkeiten nach. Jo. So, den da. Dann brauchen wir noch Baublöcke. Erstmal 10. Oh. Ja, das dauert ein bisschen, bis ich die Blöcke kriege. Ah, wann können wir denn wieder zum Händler ab? Wann macht der auf? 8? Ich glaube, ne? Immer noch nur ein Punkt. Du müsstest doch mittlerweile gut gelevelt sein beim ganzen Aufwerten, oder? Ich habe schon ein paar Punkte gehabt, ja. Gut aus. So. Prinzipiell die letzte Feldreihe.
viele habe ich denn jetzt hier? Das könnte ich jetzt nicht nochmal so unterteilen, nur damit es symmetrisch ist, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, dann machen wir Längsbeete einfach. Erstmal. Könnten die Beete ja auch hochsetzen, rein theoretisch, ne? Dieser Hunger. Jetzt haben wir hier noch einen in der Ecke. Und den muss jetzt eigentlich... Das sind das zwei... Drei Reihen sind das noch, ne? Oh Mann. Gefällt mir das denn eckig oder würde ich das lieber... Aber dann muss ich die hochsetzen, theoretisch. Aber ich kann ja auch noch nach außen gehen, ne? Das ist ja... Wir können ja auch Teil machen. Rein theoretisch. Klappt das hier nicht so, wie ich das will. Manchmal läuft es nicht. Wenn du auf Toilette sitzt, bist du froh, wenn es nicht läuft. Bist du lustig. Danke. Ich hab einen Clown gefrühstückt. Angebraten hat er ganz gut geschmeckt. So, mehr Felder gehen jetzt aktuell nicht. Da fehlt uns verrottetes Fleisch. Aber wir können das hier schon mal runterziehen. Mei, oh mei. Ist auch wieder eine ruhige Folge. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht dabei. Alles gehört halt dazu, ne? Wir müssen ja irgendwie Stück für Stück vorwärts kommen. Aber wenn ihr das vielleicht im Hintergrund laufen lässt, bisschen die Zeit vertreiben. Einmal nur das, was dudelt, dann ist ja auch in Ordnung, ne? Dürft aber trotzdem gern ein Like da lassen. Das musste mal gesagt werden. So.
Was mich auch interessieren würde, muss ich mal tatsächlich sagen, wie sehen denn eure Gärten in 7 Days aus? Also wie habt ihr die denn angelegt? Richtig eine Farm oder richtig schön Garten? Habt ihr da einfach nur so Gemüsebeete hier und da hingeschmissen? Zeigt doch mal gerne mal ein Foto auf Twitter zum Beispiel. Da könnte ich ja mal einen Post machen. Und wo man das drunter posten könnte. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt machen würdet. Ach, das würde mich mal interessieren. So, von Regina damals haben wir ja auch den Garten gesehen. War auch mega cool angelegt. Das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, ich mache hier Feld rein ebenerdig. Mache doppelt breite Gänge. Geht dann wieder nicht. Ne? Dann habe ich ja den wieder weg. Irgendwie funkst das nicht so, wie ich das gern hätte, Henriette. Das würde nicht passen. Man hört es nur poltern. Bei mir oder was? Mhm. So, der eine hier muss noch weg. Und der hier, ne? Es muss aber keine Angst haben, es werden nicht alle Folgen so ruhig, weil das da hinten werde ich nicht bauen, solange ich nur die Schaufel habe. So, jetzt würde ich gerne mal gucken. Das wäre das. So, und wir haben hier... Ich verbinde das nochmal kurz. So, also 1, 2, 3, 4... 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. So, das wäre jetzt prinzipiell... Gibt es hier vom Prinzip einen Viertelkreis? Viertelkreis passt nicht, ich habe 3. Ja, so geht's mir auch gerade. Ich habe eine Idee, aber kann sie nicht umsetzen, weil es nicht geht, wie ich das will. Ja, ich habe viele Ideen, aber ich kann es nur peu à peu umsetzen, weil ich die Materialien nicht habe. Genau. Das finde ich viel schlimmer, weil dann musst du dich erstmal mit Sachen arrangieren und du weißt genau, du darfst das später wieder abreißen. Ja. Oh. Gibt's das überhaupt? Rund außen. Und ich hätte gerne rund innen. 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 Rund innen. Ich gender jetzt beim Würfel. Hallo Kappe. ich brauche nicht rund außen, ich brauche rund innen.
Aber ich glaube, das gibt's nicht. Also ich sehe es nicht. Ach ja. Das würde jetzt nicht unbedingt gehen, ne? Würde nämlich gerne mal wissen, ob man diese Form mit dem Beten anpassen kann. Okay, da würde er den draufstellen. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Verdammt! Gut. Cool, also das ist schon mal nicht das, was ich möchte. Jetzt habe ich mir anders vorgestellt. 4 Uhr. Ich kann mich ja schon mal langsam auf dem Weg Richtung Händler begeben. Dann haue ich mir vorher noch den Bauch voll. Mit Speis und Trank. So. Waren jetzt das gute Zeug hier, ne? Auch einmal die Tasche schnell leer machen. So, Lehm raus und... So. Ah. Was ich noch gar nicht gefunden habe, ist ein, ein Diamant oder so. Zwölf, sieben. Ich sollte die erstmal alle heile machen. Ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle? Die brauche ich nur Rasen, ne? Ne, Stoff. Ah, Stoff brauchen wir. Das ist ja kein Problem. Leder. Und jetzt haben die welchen Wert genau? 97, 51, 51, mal rausgehen, 30. Oh, Leder. 97 das ist das höchste. Verändern. Ja, geil. Du. So, bis später.
Ja, Fifi, 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 Lisch, hast du Chitons alles mit? Ja, ich bin nur in dein Loch gefallen. Warum laufen die immer alle über mein Grundstück? Das ist privat. Genau, geht mal alle schön zu dem rüber. Hallo, junge Dame. Bitte mitkommen, ich zeig euch, wo es lang geht. Einmal hier entlang, bitte. Ja, ja, ich zeig euch einen coolen Käfig, der wurde gebaut. Naja, eigentlich ist er offen, aber ich zeig euch die Treppe dahin. Schön mitkommen. Ja, so ist brav. Jasmin! Ich habe hier wen für dich mitgebracht. Nee, warte mal. Ich würde gerne mal wissen, ob die jetzt... Nee, ich warte hier auf ganz viele. Nein, ich will nur gucken, ob die an die Wand gehen. Bleib mal bitte da stehen. Ich lock die nur einmal an. Ja klar, gehen die an der Wand. Wehe, die machen die kaputt. Ich bin die gerade am... Ich will die gerade heile, also... Ja, ich komme jetzt hier einmal zu dir. Lass die aber nicht dagegen das Holz hauen, ne? Na, wo bleiben sie? Ich möchte nur gucken, ob die jetzt... Die nehmen trotzdem nicht die Treppe. Vielleicht sind wir nicht hoch genug. Weiß nicht. Ich weiß, dass die da immer... Die gehen immer dahin. Vielleicht sind wir nicht hoch genug mit dem Balkon. Die ist noch nicht tot. Nee, aber da, ich habe einen dreckigen Schlüpper gesehen, Jasmin. Das sind Bilder in meinem Kopf. Bilder in meinem Kopf. Guido würde darüber ein Lied machen. Du hast den Namen genannt. Oh, oh. Macht doch nix. Das kann ja als Werbung ansehen, ja? Ich krieg jetzt Geld von ihm. Warum kommen jetzt die ganzen Zombies? Ich will gleich runtergehen. Hab das Gebiet gesäubert. Du bist frei, runterzugehen. Ja, gleich. Ich will hier einmal... Was denn? Ich habe wirklich das Gefühl, wir sind hier einfach nur nicht hoch genug, weil die immer denken... weißt du? Dass die von hier... Wenn das höher wäre, dann würden die vielleicht nicht mehr denken, dass die an uns rankommen. Hallo, wirfst du mal nicht mit Stein auf mich? Ich habe keinen Bauhelm auf. Weil das die Berufsgenossenschaft. Ja, finde den Fehler. Ja, hätte das die Berufsgenossenschaft gesehen. Also dein Handwerk wärst du los. Aha. Ich helfe dir noch 2 Minuten, bevor ich losgehe. Oh. Was denn? 8 Meter dicke Wände, ey. Ja, ich will hier rum, aber anders kriege ich. Geht das sonst nicht? Bei Stein kann ich dir nicht helfen. Ich habe keine Pflastersteine. Sag mal, wo stellst du die Pflastersteine? Stellst du die selber her? Ja. Mhm. Aus welchem ich Stein sammel, eigentlich? Ich sammle. Die ich sammle? Und den Lehm auch. Ganz schön viel Pflasterstein, den du da hergestellt hast. Ja, ich habe auch viele gefunden. Und ich baue ja schließlich im Gegensatz zu dir auch alles ab. Ja, gut, gut, gut. Und das, was ich an Lehm und Stein drin habe, verwerte ich als Pflastersteine gleich. Du meinst den Lehm und Stein, den ich da ständig wieder nachfülle? Hä? Hm? Ich gehe immer los, mir hier selber was holen. Ich hole mir hier Steine, da hinten ist ein Stein, den hacke ich und Lehm hole ich mir. Ich nehme das, ja, ich nehme das mal so hin. Ich glaub dir mal. Aber merk dir eins, ich hab dich im Auge. Ja, ja. Weg hier. Ja, für Kinder ist der Zutritt auf der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Brauch ein Schild.
Ein Schild. Ein Schild. Und Schwert wäre ganz cool hier. Das dauert aber, bis ich hier was mache, habe, wie ich das will, ey. Ja, hast du meine Basis schon gesehen? Nö. Da liegt zumindest schon mal eine Holzplatte. Na, das ist ja schon mal was. Ja. Auf die kleinen Dinge kommt's an, ne? Auf die kleinen Dinge. Ist, da muss noch eine. So. Dann würde ich sagen, morgen geht's zum Händler. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzukommen, eine kleine Quest anzunehmen, die Welt zu erkunden, Abenteuer zu erleben. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.